Hallo und willkommen zu ersten Folgen von Chemidas Gedanken. Ich werde ja sehr oft zu verschiedenen Themen um Meinung gefragt und dann habe ich mir mal gedacht, ich fasse das mal immer in so ein Format zusammen, dass ich pro Thema eine Folge mache. Und die erste Folge hat das Thema, warum schaue ich denn eigentlich Let's Plays? Also nicht warum mache ich Let's Plays, sondern warum schaue ich selbst Let's Plays an? Weil Let's Plays werden ja so irgendwie in eine komische Ecke geschoben. Irgendwelche verrückte Spielen und Schwallen dazu, das ist ja nicht normal. Das ist irgend so eine neumodische Sache, die mit dem Internet aufkam. Und ja, das ist eine eigene Subkultur von ein paar Spinnern. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich bin der Meinung, das stimmt überhaupt nichts. Let's Plays haben eine ganz lange Geschichte. Und zwar Zeit es des Fernseher gibt. Schon ganz früher hier. Aber nichts ist draus geworden. Die Deutschen greifen an, wieder von den Ungarn abgewehrt. Noch etwas nervös das Spiel. Und da jetzt Hideki. Hier ist eine Aufnahme von 1954 und das ist nicht die älteste. Es gibt auch WM-Aufnahmen von 1938, die Olympischen Spiele in Deutschland. Da reden Leute zu Spielen. Nichts anderes ist das. Es ist ein Spiel. Es spielen zwar andere zu diesem Zeitpunkt, aber es reden Leute über Spielen. Und im Prinzip ist das das erste Form von Spiele zu kommentieren und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Let's Plays spielt das Spieler selbst, aber auch das gab es schon zu diesem Zeitpunkt. Sobald das Spiel aus ist, sind die Reporter auf dem Spielfeld gerannt und haben die Spieler selbst ihre Meinung zu dem Spiel gefragt. Also der Bedarf, über ein Spiel zu berichten und über die Gedanken von den Spielern was zu erfahren, gibt es schon seit Jahren. Es hieß einfach anders. Also das sind einfach Fußballkommentatoren oder Spielekommentatoren. Und jetzt kann man aber auch sagen, hier werden nur diese spannendsten Sachen gezeigt oder ja, na gut, aber nicht jedes Spiel ist spannend. Und es gibt auch Beispiele, dass Interesse besteht, wenn überhaupt nichts passiert. Das beste Beispiel kennt ihr vielleicht von dem umgefallenen Tor. Torfall von Mailand. Da ist ein Tor vor Anpfiff des Spieles umgefallen und Günter Jauch und Marcel Reif haben uns 76 Minuten nur darüber erzählt, dass irgendwelche Handwerker den Posten versucht aufgestellt zu haben, irgendwelche Offizielle mit Plättern liefen über den Spielfeld. Schiedsrichter haben dumm auf der Wäsche geschaut. Es ist praktisch 76 Minuten nichts passiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Zuschauer sind vor dem Bildschirm geblieben, weil sie auf das Fußballspiel gewartet haben. Aber das war nicht so. Ich möchte mal hier zwei Kommentare rauspicken. Beiden in dem Moment geliefert haben. Aber es ist leider dann doch irgendwann losgegangen. Die anderthalb Stunden habe ich geguckt, das Spiel habe ich mir dann nicht mehr angeguckt. Und das zweite von Marcel Reif selbst. Der Chefredakteur hat Martin am nächsten Tag angerufen. Sie wissen aber schon, es haben mehr Leute den Quatsch vorne geguckt als das Spiel selber da. Das Witzige dabei ist, die Situation, wo überhaupt nichts passiert ist in dem Spiel, wo ein Tor umgefallen ist, ist gar nichts passiert. Es war keine Action, gar nichts. Es war absolut uninteressant in Anführungsstrichen. Haben ungefähr 12 Millionen Zuschauer oder bis zu 12 Millionen Zuschauer angeschaut. Das Spiel selbst haben ungefähr 6 Millionen Zuschauer angeschaut. Und Marcel Reif und Günter Jauch haben, ich glaube, den Bayerischen Filmpreis, ja, hier steht's, bekommen, hier oben. Und soviel ich weiß, wurden die auch für den Grimme-Preis zumindest nominiert. Und man kann diese Situation eindeutig mit zum Beispiel Minecraft vergleichen, wo einer, sagen wir mal, Gronkh den Berg abträgt und praktisch im Spielgeschehen nichts anderes passiert, als dass er eine halbe Stunde nur Klötzchen abträgt. Aber das Entscheidende und das Spannende von Let's Play ist einfach, dass Leute mit den begleitenden Kommentaren unterhalten werden. Und das gab es schon immer in den verschiedensten Formen. Hier sieht man das war 98.
da besteht der Bedarf, und das ist jetzt nicht typisches Internet. Es wird im Fernsehen halt nicht sehr oft gemacht. Dadurch, dass man im Internet jeder das machen kann, kommen solche Situationen öfters vor. Aber Let's Plays und über Sachen zu reden, die nichts so direkt mit dem Spiel zu tun haben oder einfach nur die Leute unterhalten, das ist jetzt keine neumodische Erfindung vom Internet oder hat auch nichts mit Computerspiele zu tun. Das war schon immer so, dass Leute anderen zugehört haben, die über ein Spiel berichtet haben. Heutzutage heißt es Let's Plays. Und weil ein Fußballspieler auf dem Feld ja schlecht, während er rennt, irgendwie ein Mikro am Mund hat und sagt, ich versuche mal den Abwehrspieler da rechts zu umgehen und spiele jetzt nach links, weil da der andere ist, das können die einfach nicht. Deswegen kommt es nicht oft vor, dass ein Spieler selbst sein Spiel kommentiert. Am Computer ist es einfacher, da hat man ja den Mikro dauernd vorm Mund. Aber es gibt auch im wahren Leben, in Anführungsstrichen, Situationen, wo Spieler ihre eigene Situation kommentieren. Ob das ein Formel-1-Fahrer ist, der die Strecke abfährt und genau sagt, was auf welche Kurvenpunkt gemacht wird, ob hier gebremst wird, beschleunigt wird und so weiter. Das ist schon vorgekommen. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo ein Fahrer oder irgendjemand kommentiert, was er gerade macht. Also selbst das ist keine Erfindung von den vom Internet oder von irgendwelchen verrückten Spielern, sondern die Computerspieler haben das einfacher, gleichzeitig zu kommentieren und zu spielen, aber erfunden haben die das nicht. Und deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich. Aber kommen wir doch mal jetzt zu dem Thema zurück, warum ich persönlich Videospiele mir anschaue oder Videospiele Let's Plays mir anschaue. Als erster Punkt möchte ich einfach Hilfe zur Kaufentscheidung für Spiele nennen. Also ich besitze ja mittlerweile schon sehr viele Spiele. Schon allein über Steam sind es mehr als 300, glaube ich. Und ich kaufe seit einem Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre, kein Spiel mehr oder selten ein Spiel, wenn ich mir vorher nicht ein Let's Play angeschaut habe. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, 50, 60, 70 Euro für ein Spiel auszugeben, und das macht dann vielleicht nur noch 10 Minuten Spaß und das Geld ist einfach aus dem Fenster rausgeworfen. Indie-Game ist dann wieder eine andere Sache, darüber werde ich mal in einem anderen Aufnahmen mir Gedanken machen, aber so für hochpreisige Spiele selten mal, ja, der Landwirtschaftssimulator habe ich natürlich schon vorab gekauft und vielleicht ein, zwei andere Spiele. Aber ansonsten schaue ich mir erstmal Let's Plays an. Typisches Beispiel ist dann sowas. Kaputt fahren ohne Wenn und Aber, der Baum, der will nicht. Das ist super. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im Video nicht, aber das Handling der Autos ist auch ziemlich kacke. Es steuert sich wirklich sehr träge. Es steuert sich sehr schlecht. Das Handling ist wirklich unter aller Sau. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Komm, mach Stopp. Flatout 3 war ja auch vor kurzem irgendwo verbilligt und dann habe ich mir das auch angeschaut. Und hier sieht man auch von GameStar Schrott des Jahres im Test und auch andere Let's Player. Mein Liebling ist unter anderem auch Alder 4 Games. Haben nicht so positiv über das Spiel geurteilt. Und ich habe dann verzichtet, das zu kaufen, auch wenn es recht billig war. Ich glaube, es hat nur noch 5, 6, 7, 8 Euro gekostet, was weiß ich. Aber ganz klar, ich schaue mir Let's Plays von anderen Spielern an, um zu beurteilen, ob mir das Spiel gefällt. Es kann ja auch sein, dass es ein gutes Spiel ist, bloß das Handling ist schlecht. Zum Beispiel Skyrim war ich eigentlich begeistert, bis ich die Let's Plays gesehen habe. Und habe diese Menüstruktur gesehen, die eindeutig von Konsolen abgeschaut worden ist. Also die Menüs war für so eine Art Spiel sehr unübersichtlich. Man musste Listen durchgehen, um überhaupt zu sehen, was man alles im Inventar hatte und so weiter. Und deswegen war es ein Grund, dass ich lange Zeit
Skyrim nicht gekauft habe. Als ich dann gemerkt habe, dass es Mods gab, die die Menüführung vereinfacht hatte. Und als das Spiel bedeutend günstiger war, habe ich dann zugeschlagen. Aber für den vollen Preis war mir diese Steuerung, obwohl das Spiel sehr gut war an sich, war es mir nicht wert. Und die Let's Plays, die ich dazu gesehen habe, war eine eindeutige Kaufempfehlung dagegen, Skyrim zu kaufen. Mittlerweile habe ich Skyrim, aber zu diesem Zeitpunkt war mir das Geld nicht wert, wenn der Hersteller so eine Spielmechanik mir anbietet. Manche Leute sagen, das ist gar nicht schlimm oder so irgendwie, aber für mich selbst, deswegen schaue ich mir ja auch solche Let's Plays an, war es halt nichts. Und das ist ja das, das wird wahrscheinlich unter Elder Scroll dann stehen. ABCDEF. Hier, Skyrim, haben wir doch. Da gibt es auch andere Beispiele, wo alle Leute begeistert sind. Ich schaue mir das Spiel an und sage, ja, das ist so ein typisches Spiel, wo mir nicht gefällt oder mir gefällt der Grafiklook nicht oder sonst was. Und aufgrund dessen, dass ich das bei anderen sehe, kaufe ich es mir. Es gibt auch Fälle, wo ich sage, das Spiel ist einfach nichts für mich. Ich schaue es mir aber an und denke, wow, das hat eine gute Story oder so irgendwas. Und ich kaufe mir es, obwohl ich es nicht kaufen wollte. Genauso gibt es auch andere Fälle, wo ich sage, nein, das ist mir noch nicht mal 5 Euro wert, das Spiel. Oder es gibt Fälle wie jetzt Skyrim, wo ich einfach sage, okay, momentan in der Preislage nicht, aber im halben Jahr oder im Jahr, da gibt es wahrscheinlich irgendwo ein Steam-Angebot zu Ostern, zu Weihnachten oder sonst was, dann würde ich zuschlagen, anders aber nicht. Deswegen ist der erste Punkt, den ich jetzt mal sagen möchte, warum ich mir Let's Plays anschaue, eindeutig Kaufempfehlung. Und dann muss man auch sagen, wenn ich das Spiel dann gekauft habe, schaue ich mir das Let's Play nicht mehr an. Also Let's Plays von Spielen, die ich noch nicht habe, schaue ich mir immer so in der Mitte an, dass ich mir von 2, 3 Leuten ein Spiel irgendwo weiter fortgeschritten anschaue. Dann schaue ich, wie kommen die damit zurecht, wie sieht das alles aus. Und dann sage ich, okay, ich will mir die Überraschung nicht verderben, ich will es nicht spoilern, ich schaue das Let's Play nicht weiter an. Das war's dann auch. Dann warte ich, bis ich das Spiel selbst gespielt habe und dann schaue ich mir vielleicht Let's Plays noch wegen anderen Gründen an, die jetzt später kommen, aber wenn es rein um die Kaufentscheidung geht, ob ich das Spiel kaufe oder nicht, schaue ich nur im Let's Play rein, entscheide, ob mir das Spiel gefällt oder nicht und dann schaue ich nicht weiter. Der nächste große Block ist, ich möchte was lernen und das sogar auf verschiedene Ebene. Als Beispiel möchte ich mal Oysterpropper angeben. Bastian arbeitet selbst auf dem Bauernhof. Er ist Fahrer, er kennt sich mit den Traktoren aus. Er kann zu jedem Modell was sagen, ist sehr in der Mod-Szene eingebunden. Und wenn man seine Videos sieht, lernt man was, ob das jetzt über den Ackerbau insgesamt zu tun oder was mit dem Ackerbau insgesamt zu tun hat, ob das was mit den Fahrzeugen zu tun hat. Er weiß, was für Fachbegriffe es gibt und ich lerne sogar noch mehr, wenn ich bei ihm mitspiele, also wenn ich unsere eigene Let's Plays anschaue. Dann kann ich nämlich auch noch dumme Fragen stellen. Aber das ist auch ein Grund, Let's Plays anzuschauen. Es gibt Leute, die sind fachlich sehr versiert. Bei Simulationen können die erzählen, wie das im richtigen Leben abgeht. Zum Beispiel Sean Meyer macht sehr viele Hunter-Videos und kleinen Moment. Hier haben wir Sean Meyers und der lädt manchmal Jäger ein, die über ihr Beruf erzählen, was der Unterschied ist zwischen dem Spiel und der realen Jagd und so weiter. Also kann man auch sehr viel in Let's Plays lernen.
Ist zwar kein Bildungsprogramm, aber man kriegt nebenbei was mit. Das ist sehr interessant. Und man lernt auch was über Spiele, zum Beispiel wie Command Redstone-Schaltung geht. hier. Repeater. So, ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin. So, natürlich nicht. Er muss natürlich so in einer Linie mit dem Redstone sein. Und jetzt merkt ihr wahrscheinlich schon. Und so kann ich jetzt mal zum Beispiel bei Minecraft, als es noch Alpha war, war das ja noch schlimmer. Dann hat sich ja immer mehr entwickelt und es gab noch nicht viele Informationen drüber, kein Wiki und so weiter. Und so hat man gelernt über die Let's Plays, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Es gibt ja Spiele, die sind noch gar nicht auf dem Markt, wie DayZ zum Beispiel. Dann lernt man das über Let's Plays, wie das Spiel funktioniert, was das Spiel überhaupt ist. Das ist ein Grund, warum ich Let's Plays anschaue. Und ein weiterer Lernfaktor ist, wie andere Leute mit den Spielen umgehen. Als gutes Beispiel habe ich hier Jeremiah Roos. Der zeigt, dass man ein Spiel anders spielen kann, als ich es zum Beispiel gewöhnt bin. Er spielt sehr gern Arma 2, ist auch in der Szene sehr tief drin. Und hätte ich seine Videos nicht gesehen, hätte ich Arma wie einen Shooter aufgenommen. Und deswegen habe ich auch Arma noch lange Zeit nicht gekauft, auch nicht als die DZ-Zeit entstand, weil ich habe mir von anderen Videos angeschaut, von anderen Let's Player und habe gedacht, es ist ein schlechter Shooter. Aber wenn man Jeremiah Roos oder Odium beim Spielen zusieht, sieht man, dass es eigentlich ein taktischer Simulator ist. Und der hat mich so weit begeistert von diesem Spiel und von seiner Spielweise, was wichtiger ist, dass ich mir das Spiel gekauft habe. Und zum Beispiel, die benutzen TeamSpeak nur mit Zusatzmods und man kann sich nur hören, zum Beispiel, wenn man das Funkgerät benutzt oder wenn man in der unmittelbaren Nähe ist. Bombardiert worden, 40% Verluste beim Gegner. Ach, jetzt kommt gerade ein neuer Beschuss rein. Mindestens, ich schätze, 50 bis 60% Zivilverluste. Alle Fahrzeuge sind noch intakt, komm. Ja, aktuelle Position ist Weg da, weg da, weg da, Sniper weg da, weg da, korrekt. Komm, 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 komm. Wiederholen Sie, wir haben hier gerade Feuerkontakte. Aktueller Standort durchgeben. Standort Kirche, wir sind unter Beschuss durch Infanterie, möglicherweise. Also man sieht hier, dass die das Spiel ganz anders angehen wie ein normaler Spieler. Es wird anders gespielt wie Battlefield oder so irgendwas, wo man in TeamSpeak, egal wie weit entfernt man ist, miteinander redet. Hier haben sich die Spieler selbst Einschränkungen auferlegt, damit die ein höheres Spielerlebnis haben. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise an einem Spiel. Und man kann zum Beispiel bei verschiedenen Let's Plays bei der gleichen Situation andere Herangehensweisen sehen. Manche Leute rennen ja mit voller Munition durch die Mitte und schießen alles, was sich bewegt. Manche Leute schleichen einfach um die Gegner herum. Manche Leute benutzen Tools. Und durch diese unterschiedliche Spielweise und durch diese unterschiedliche Gedankenweise, wie man ein Spiel rangeht, kann man auch was lernen und das in sein Spiel einbauen und dann vielleicht mehr Spaß rausholen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist aber auch, was zu lernen, wenn man nicht weiterkommt. Hier bin ich in einem Half-Life, in einem Gefängnis und diese Szene habe ich nie geschafft. Also ich muss da eine Minute Ansturm abhalten. Das kennt man ja von verschiedenen Spielen. Und ich bin immer verreckt. Also ich habe es nicht geschafft, diese Szene zu überwinden. Ich wollte aber auch nicht cheaten. Ich wollte keinen Gottmodus, unendliche Munition, unendliche Heilung oder sowas benutzen. Deswegen habe ich zu diesem Zeitpunkt mir ein Let's Play angeschaut. Jetzt nicht gerade von Rahmschnitzel, aber da hat auch ein Spieler eine Taktik angewandt, die ich überhaupt nicht kannte oder die mir überhaupt nicht eingefallen ist. Und so habe ich nicht gescheatet, sondern ich habe ein bisschen was abgeschaut und ich habe es auch nicht eins zu eins abgeschaut. Ich habe
die Taktik in meine Taktik mit eingebunden. Ich fand den Anfang, wie er gespielt hat, nicht so gut. Ich fand, dass meine ersten 2 Minuten besser war. Deswegen habe ich die erste Runde so gespielt, wie ich sie gespielt habe. Und die zweite Runde habe ich ein bisschen Teile von dem Let's Play übernommen. Hier zum Beispiel Rahmenschnitzel gibt ja auch Tipps. Hier von der Seite kommt. Und alles, was da hinten kommt. Ich bin einfach mal gespannt. Ich habe mich tatsächlich das letzte Mal hier so richtig eingebunkert, dass ich einen Turm da, einen da und einen vor mir hingestellt habe. Problem ist nur, dass eigentlich die Granaten hier nochmal reingeschmissen werden. Und auch wenn man ein bisschen zuhört, es ist natürlich ein bisschen Abschauerei, aber es ist nach meiner Ansicht nicht so schlimm gescheatet, als wenn man jetzt irgendwie einen Gottmodus nimmt. Und jetzt denke ich mir, hey, die Idee, sich dort einzuschließen in einem kleinen Raum, ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht kann man das überall benutzen. Denke ich mir, so wie wir die ersten 2 Türme aufgestellt haben, das ist gut. Der dritte Turm würde ich woanders hinstellen. Also wenn man irgendwo hängt und nicht weiterkommt, kann man von den Taktik der Let's Player auch lernen. Und deswegen schaue ich auch manchmal, wenn ich ein Spiel schon spiele und mich selbst nicht spoilern möchte, aber irgendwo hängen bleibe, auch bei anderen Let's Player zu. Oder man kann auch allgemein lernen. Zum Beispiel, ich hatte das irgendwann mal nicht gewusst, dass man irgendwelche rote Fässer in die Luft springen kann. Dann habe ich das bei einem gesehen und der hat das als wichtigen Teil seiner Taktik übernommen. Und ab dann kam ich natürlich auch mal auf die Idee zu achten, ob es irgendwelche explosive Sachen bei irgendwelchen Spielen gibt und habe das in meine Taktik mit eingepflegt. Also man kann auch von der Spielweise von den anderen Let's Player dazulernen und so seine ganze Spielweise verbessern. Manchmal ist es auch so, dass man am Anfang eine bestimmte Waffe nicht mag. Und wenn man das aber beim Let's Player sieht, wie er die Waffe anders benutzt, als ich das am Anfang gemacht habe, dass die viel mehr Spaß macht, kann es sein, dass man die Waffe wieder öfters nimmt. Und dadurch hat man viel mehr Abwechslung im Spiel, was man vorher nicht gehabt hätte. Und das ist jetzt auch ein Grund, Let's Plays anzuschauen. Einfach um zu lernen. Zu lernen, wie die anderen Leute das Spiel aufnehmen. Zum Beispiel der Landwirtschaftssimulator. Da gibt es ja Leute, die fahren über den Feldweg. Andere Leute fahren durch die Frucht durch. Jetzt, wenn man beide Beispiele sieht, kann man überlegen, möchte ich auch durch die Frucht fahren oder möchte ich, wie manche Leute, das Spiel ein bisschen ernster nehmen und über die Feldwege fahren. Das dauert zwar länger, aber es ist realistischer. Und aufgrund dessen kann man sich manche Eigenarten annehmen und manche Sachen, die man nicht so gut findet und bei anderen sieht, kann man ablehnen. Man muss ja nicht immer positiv lernen, man kann auch von den negativen Beispielen lernen. Und aufgrund dessen schaue ich mir gerne Let's Plays an, um das Wissen und die Taktiken und die Spielauffassung von anderen Spielern aufzusaugen und daraus was für mich rauszuholen und mein Spiel damit zu erweitern. Und das ist auch ein guter Grund, Let's Plays anzuschauen. So, bei meinem letzten Grund für warum ich Let's Plays anschaue, habe ich mir einfach mal so ein Tower Defense Spiel in den Hintergrund geladen. Hier ist die Adresse von Shine Software und die Firmen möchte ich jetzt einfach mal verteidigen. Ein weiterer Grund, warum ich mir Let's Plays anschaue und einer der wichtigsten Gründe ist einfach, dass ich unterhalten werden möchte. Als Beispiel zum Beispiel Tomb Raider ist ja ein sehr aktuelles Spiel. Da habe ich nach 2-3 Let's Plays von verschiedenen Leuten mich entschlossen, das Spiel nicht zu kaufen. Warum auch immer, also die genauen Gründe weiß ich nicht, aber ich wusste, dass ich mir das Spiel nicht kaufen werde. Aber die Geschichte von Tomb Raider ist sehr gut. Mir hat das Ganze gut gefallen und dann habe ich mich einfach entschlossen, mir das von... Oh, das wird knapp. Ah, hab's noch geschafft. Ja, ich lass mich wieder ablenken. Da habe ich mich entschlossen, einfach
das komplette Let's Play bei ein Quantum Pro anzuschauen, weil die Kombination, die Geschichte des Spiels mit seiner Spielweise von den Let's Player, die ich mir angeschaut habe, am besten gefallen hat. Und so hatte ich eine gute Unterhaltung. Ich habe mir über ein paar Tage sein komplettes Let's Play angeschaut. Es war auf jeden Fall besser und günstiger als mancher Kinobesuch. Also günstiger auf jeden Fall. Aber es geht nicht nur um die Geschichte von dem Spiel selbst. Es gibt auch Spiele, die haben keine großartige Handlung und das Spiel ist nur ein Stichwortgeber. Und der Let's Player, also der Kommentator, unterhält eigentlich die Leute. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Gronkh. Warum sage ich immer zum Beispiel noch dazu, wenn ich vorher Beispiel sage? Ist egal. Gronkh schafft das, Geschichten zu erzählen, wenn das Spiel selbst langweilig ist. Zum Beispiel, wenn er in die... Oh, schaffe ich das? Nein, einer ist durchgekommen. Kleinen Moment, ich bin hochkonzentriert, die Firma zu verteidigen. Sonst bin ich schuld, wenn es keinen Landwirtschaftssimulator 2014 oder 2015 gibt. Und das will ich auf keinen Fall. Gronkh schafft das, einen ganzen Berg abzutragen über 4 Folgen, wo überhaupt nichts passiert und man schaut ihn nur zu, wie er Stein um Stein trägt. Und trotzdem ist das Ganze unterhaltsam, weil er es schafft, eine Geschichte selbst zu erzählen, ohne dass das Spiel das macht. Und ich habe bestimmt 300, 400 Folgen von ihm angeschaut, bis es auf irgendwann mir dann auch überdrüssig war. Aber ich schaue immer gern wieder bei Gronkh rein. Das ist jetzt nicht, dass ich nicht leiden kann oder so, aber irgendwann war es mal zu viel wahrscheinlich. Aber was ich damit sagen wollte, ich werde mit Let's Plays auch sehr gut unterhalten und es ist auf jeden Fall besser als das, was mittlerweile im Fernsehen abläuft mit irgendwelchen geskripteten Sachen, wo man doch eigentlich nur verscheißert wird in der Form. Also mittlerweile sind Let's Plays und andere YouTube-Videos besser als das komplette Fernsehprogramm, muss man auch sagen. Und das ist auch ein Grund, warum ich Let's Plays anschaue. Und in der Summe muss man einfach sagen, Let's Plays sind nicht irgendwelche blöde Modenerscheinungen oder irgendwas für verschrobene Leute, irgendwelche Leute, die am Internet hocken und sonst keine Freunde haben oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern Let's Plays ist Unterhaltung, gutes Fernsehprogramm, guter Entertainment. Also nicht alle, es gibt ja sehr viele Let's Player und nicht alle sind gut, aber das hat man im Fernsehen auch. Da versuchen ja auch irgendwelche Möchtegern, Scherzbolde, Programm zu machen. Und was dabei rausgeht, kann man sich ja nicht immer anschauen. So, jetzt habe ich trotzdem nochmal eine Runde überlebt. Das ist gut. Aber machen wir hier noch was dazu. So, das sind jetzt meine Gründe, warum ich mir Let's Plays anschaue. Und ich habe bestimmt 2, 3 vergessen. Also wenn ihr noch Ideen habt, was an Let's Plays so spannend ist oder warum ihr euch die so gerne anschaut, schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren rein. Mich würde das auch interessieren. Ich gehe mal ein bisschen runter, dass man mehr sieht. Das war jetzt nicht ganz im Bild drin. Schreibt es mal rein. Schreibt auch in den Kommentaren rein, welche Themen ich denn auch ansprechen soll. Also was ich gerne noch machen möchte, ist Zwangs-Online sein bei Spielen. Killerspielen möchte ich ein paar Gedanken loswerden. Gewalt bei Spielen könnte ich, es passt ein bisschen zu den Killerspielen. Was war denn noch, was ich denn noch machen wollte, was ich als Idee hatte?
Ich komme nicht drauf, aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr für Ideen habt, über was ich mir Gedanken mache. Ihr fragt ja so oft irgendwas und ich möchte das mal ein bisschen ausführlicher machen, wie ich zu einzelnen Themen stehe. So, du kommst nämlich auch bald. Ja, also das war die erste Folge, die ja war noch ein bisschen holprig. Ich hoffe, dass sich das Ganze auch noch einspielt. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, was ich noch machen soll, was ich besser machen kann. So, und jetzt kommt der vierte dazu. So, und wer will, der kann ja hier noch ein wenig zuschauen. Nee, das will ich euch nicht antun. Wir hören jetzt auf damit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao.